Erste Frage, was haben Sie als neue Generalsekretärin jetzt vor? Oh, ganz viel, ganz viel. Ich werde es nicht alles verraten, aber wir wollen natürlich die CDU zur Berlin-Partei machen. Das bedeutet, dass wir noch sehr viel stärker als bislang sichtbarer werden, und zwar in den Kiezen vor Ort. Dass wir in die Ortsverbände, in die Kreisverbände noch mal reingehen und dafür sorgen, dass wir da die Kiez-Themen aufgreifen, die Themen, die die Menschen vor Ort bewegen. Das ist ein ganz wichtiges Thema und wir wollen eben sichtbarer sein. Es muss klar sein, wofür die CDU steht. Wir sind jetzt in der schwarz-roten Koalition mit der SPD. Das läuft auch gut, aber es muss eben auch immer noch klar sein, was sind eigentlich so CDU-Positionen. Was sind denn, das ist ja ein wunderbares Stichwort, was sind CDU-Positionen? Was ist für Sie CDU pur? CDU pur ist eine starke Sicherheit, ein starker Rechtsstaat. Das sind auch alles Themen, die wir schon angegangen sind im Senat, die jetzt nach und nach auch im Abgeordnetenhaus beschlossen werden. Das ist das Thema zum Beispiel, dass wir die Polizei stärken wollen, dass wir die Feuerwehr stärken wollen mit Bodycams, mit Videoaufklärung, mit Taser-Einsatz. Und dass wir aber auch ganz klar sagen, dass wir hinter unserer Polizei und auch hinter unserer Feuerwehr stehen. Und wir wollen verhindern, dass sowas wie in der Silvesternacht nochmal passiert, dass Menschen, die helfen, angegriffen werden. Das wollte ich gerade ansprechen. Mhm. Jeder hat das noch in Erinnerung, ja. Was vor, ich sag mal, 10 Monaten passiert ist, gerade auch in Neukölln, dass Feuerwehrleute in den Hinterhalt gelockt wurden und dann mit Eisenstangen traktiert worden. Was tut die CDU, was tut die jetzige Regierung, um das in diesem Jahr zu verhindern? Wir werden uns das Thema Böllerverbotszonen noch mal genau anschauen. Also es wird kein generelles Böllerverbot geben, aber wir werden uns anschauen, was hat eigentlich funktioniert im letzten Jahr, was hat nicht funktioniert, wo sollte verbessert werden. Dann werden wir natürlich die Ausstattung deutlich verbessern und wir werden sehr viel mehr Polizisten und Feuerwehrleute auf den Straßen haben. Auch unser regierender Bürgermeister wird vor Ort sein. Also er wird in der Silvesternacht auf der Straße sein. Und um da auch einen unmittelbaren Eindruck zu bekommen, wie die Situation ist. Also wir werden da einiges aufbieten. Das muss unbedingt verhindert werden.